Wie fühlt ihr euch? Ist ja der erste Tag in der neuen Schule. Seid ihr nervös? Ich bin total ausgelaugt, verzweifelt und die Dinge, die ich mal geliebt habe, sind jetzt unerträglich. Wo hast du das denn her? Hm? Aus einem Antidepressivum-Spot. In meinem Yogakurs ist ein total süßer Kerl. Ich lebe doch erst seit 5 Monaten getrennt. Ja, oh. Mädels, ich habe Geburtstag. Können wir den einfach feiern? Hi. Ich würde Sie gerne auf einen Drink einladen. Wirklich? Freund. Der Manager sagt, du sollst mir deinen Ausweis zeigen. Okay, ich bin definitiv alt genug für Alkohol. Ich auch. Offensichtlich. An meinem Geburtstag drehe ich immer voll auf. Ist wie mein persönlicher Silvesterabend. Da bin ich einfach so, wow. Und morgens, dann bin ich wieder ganz normal. Hast du es gewaschen? Hab ich. Ja, aber nur, weil ich sowieso gerade dabei war und ich schon seit 5:30 wach. Was macht ihr denn zu Hause? Ich dachte, Grandma bringt euch in die Schule. Du nimmst dich total komisch. Oh mein Gott. Ich möchte Ihnen nochmal für alles danken, Mrs. Und Sie sind? Ich mag die Jungs. Namaste, ich bin Teddy. Aber Sie sind leider pleite. Deshalb dachte ich, dass Sie hier wohnen könnten. Hier wohnen? Okay, Leute, vielleicht legen wir eine Regel fest. Keiner baut hier irgendeinen Scheiß. Perfekt. Ich kenne ja deinen Ex-Mann nicht. Aber er hat sie nicht mehr alle, dich einfach gehen zu lassen. Dass ich 40 bin, ist dir klar, oder? Ja, das wusste ich. Das ist, was in dem Dreh ist. Oh mein Gott, sag mir, dass du ihn auch siehst. Was machst du denn oh hier? Oh Gott, ich kann nicht mehr klar denken. Ist das einer von denen? Hast du Dad vom Theaterstück erzählt? Bleibst du bis zur Aufführung? Wann ist die noch gleich? Nächsten Freitag. Mir fehlt meine Familie. Wir kriegen das wieder hin. Da trifft man eine Entscheidung fürs Leben und ist gerade mal 25 Jahre alt. Und man denkt, ist das eine gute Entscheidung fürs ganze restliche Leben? Ich finde, du steckst das alles ziemlich gut weg. Alles wird gut. Nacht. Gute Nacht.